Sieht aus, als würde er einen Müllbeutel tragen. Hab die gleiche Hose zu Hause, nur ich pack da meinen Müll rein. Das wäre ja jetzt viel zu abwegig, wirklich eine Hose aus Müllsäcken zu machen. Zuerst habe ich die Müllsäcke an beiden Seiten aufgeschnitten, damit die Fläche lang genug wird, um darauf das Schnittmuster aufzulegen. Das wurde dann mit Klebeband anstatt von Nadeln fixiert, damit keine unnötigen Löcher in dem sehr dünnen Material entstehen. Ich wollte schon länger mal schauen, ob es einen optischen Effekt hat, wenn ich am Bund ein paar Falten einbaue. Ob das so ist, sehen wir dann am Ende. Wenn die zwei Hosenbeine mit Clips fixiert sind, kann ich die beiden Seiten schon ordentlich zusammennähen. Das ganze Nähen hat erstaunlich gut geklappt. Ich musste aber echt sehr, sehr vorsichtig sein, dass an keiner Stelle das Material reißt. Zum Schluss habe ich die Hosenbeinöffnungen sauber abgenäht und den Hüftbund mit Hilfe eines Gummibands fertiggestellt. Denkt ihr, die Hose ist was geworden? Ich muss echt überraschenderweise sagen, das Material sieht eigentlich ganz cool aus, wenn da Licht drauf fällt.